Dir fehlen Kisten, folge der Spur der Wumpafrüchte. Wumpafrüchte, das sind ja eben keine Äpfel, richtig. Da ist das Ding. Also was mir zum Beispiel hier beim Remake direkt viel leichter fällt als beim Original, kann ich jetzt schon mal sagen, ist die Perspektive der Dinge. Also, dass man erkennt, steht man jetzt irgendwie in einem Speer drin oder halt oder nicht, was irgendwie logisch ist, dadurch die deutlich besseren Grafiken. Also, das finde ich immer schon mal sehr angenehm und hilft extrem tatsächlich. So. Ja, ein Checkpoint. Hallöchen ein. Na? Wow. Vor allem hier. Boah, ich krieg gerade Stream-Flashbacks. Erinnert ihr euch noch daran, als wir bei unserem Stream damals hier da waren und ich oft nicht richtig abschätzen konnte, wie weit die nächste Plattform noch weg ist? Ach ja. Hallöchen. Weg mit dir. Kann man die Äpfel eigentlich noch wegboxen? Ja, kann man. Okay. Oh ja, ganz viel Riff. Exactly. Ich habe schon einige Leben. Für mich waren es immer Äpfel. Für mich auch. Ich werde auch niemals aufhören, Äpfel zu sagen. Das ist einfach so eins dieser typischen. Boah, ich war gerade kurz nicht sicher, ob ich es rechtzeitig schaffe. Eins dieser typischen Kindheitshabits, nenne ich es mal. Aber komm schon. Die Dinger sehen aus wie Äpfel. Braucht man sich gar nicht gegen wehren. Jedenfalls viel stümper wie mich. Oh Gott, wow, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe es gerade nicht richtig eingeschätzt. Wumper, don't call it Apfel. Ey, Brady hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Schnell, lasst ihn alle exposen, Leute. Hello, Brady. Na, es geht. Kommt das Ding auch zurück? Wollte schon sagen. Richtig cooles Item. Ja, genau das. Oder wenn du es ganz schlimm sagen willst, dann musst du es wie Marcel, also Looks Like Link machen, einfach Item sagen. Das ist doch schlimmer als Item. Aber ganz ehrlich, Item ist auch so ein Begriff, der mittlerweile einfach anerkannt ist. Universell einsetzbar quasi. Selbst wenn ein ganzes Spiel auf Deutsch ist, das heißt trotzdem meistens Item. Okay, links geht's wohl irgendwie hin, aber keine Ahnung. RIP, Mann. Richtiger Beuteldachs-Typ. Mein Dashboard schmiert die ganze Zeit. Aber wir sind aber schon durchgehend live, oder? Nee, dass ich irgendwie die ganze Zeit weg. Weg bin. Oder so ein Kram. Hurga! Virgil, Dankeschön. Vielen Dank für deine 36 Jahre. Also drei echte Jahre jetzt quasi. Treue, ich danke dir. Tackle auf Deutsch ausgesprochen. Wie heißt das dann? Tackle? Los, Bisasamen, Tackle! So. Oh, das ist so cool. Das spielt sich echt angenehm. Ein, danke dir für dein Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich Xink aussprechen soll, deswegen sage ich immer nur den ersten Teil deines Namens. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, Tee Naga ist ja der absolute Klassiker. Wer hat früher nicht am Tee genagt? Also ich nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe es von Anfang an schon Teenager genannt. Ich bin besonders, okay. Aber ja, Tee Naga ist natürlich auch so der absolute Klassiker. Ach wow, das war hier der Checkpoint. Na gut. Jo, passt schon. Okay, sehr gut. Zuerst hätte mal Rittel gesagt. Das habe ich aber manchmal auch gesagt. Allerdings aus Fun. Einfach so, hey.
Der Gentleman. Ganz ehrlich, aber manchmal kommt es auch heute noch vor, man liest, man sieht so ein Wort und weiß irgendwie spontan gerade nicht, wie man es aussprechen soll. Ernsthaft, kurz vor Schluss. Und dann, wird man da nochmal richtig genutzt. Vor, ob ich gerade einfach nochmal in das dem leichtest auszuweichenden Gegner hier reingesprungen bin. Na gut, aber es war eh direkt da hinten das Ende. Was nicht heißt, dass ich nicht nochmal runterfallen kann an eine andere Stelle. Genau dieses Level hier hast du früher nie geschafft. Ja, irgendwie, keine Ahnung, manchmal geht es euch da auch so, manchmal denkt ihr, wenn ihr irgendwie Spiele von früher nochmal spielt, habt ihr das Gefühl so, also ganz ehrlich, ich glaube, als Kind war ich besser in dem Spiel. Aber dann auf der anderen Seite spielt man so einen Spieler nochmal und weiß genau, was man als Kind für ultra heftige Probleme gemacht hat, wie man sich abgemüht hat teilweise. Und man das heute locker schafft. Kamiate, danke dir für 17 Jahre Treue. Ich danke dir vielmals. Und dann merken, nee, damals war ich wohl ziemlich scheiße. Weil jetzt ist... What? Weil jetzt ist es ziemlich einfach, so nach dem Motto. Crash Bandicoot ist ein gutes Beispiel. Crash Bandicoot war früher, vor allen Dingen der erste Teil, war für mich früher fast so ein... Also ich habe es zwar durchgespielt früher, aber es war verdammt schwer. Es ist zwar, würde ich jetzt, ich finde es jetzt nicht einfach heute, aber deutlich schneller durchspielbar als früher, sag ich mal. Danke. So, jetzt aber. Boah, ich dachte jetzt, ich springe nochmal daneben. Moin, Desti. Ich weiß nur, dass mein Bruder und ich damals beim ersten Pokémon Ranger unglaublich viele Probleme hatten. Das war einfach mega schwer für uns. Ja, das habe ich, glaube ich, euch noch gesagt. Ich sage ja immer, also Pokémon Ranger, gerade auch aktuell, den dritten, den ich da let's play, der ist für mich persönlich halt piss einfach. Dann auf der anderen Seite, denke ich, muss man sich aber auch mal fragen, ob das für ein Kind auch so einfach ist. Kann nämlich halt eben sein, dass es gerade nicht so ist, weil es ist ja halt nun mal für Kinder in erster Linie das Spiel. Boah, warum ob das Spiel Crash mit Kisten? Ich weiß nicht, Crash hat so eine ganz interessante Beziehung zu Kisten. Du hast gestern mit deinem großen Bruder Street Fighter 2 gezockt. Oh, geil. Mann, ey, ich bin auch mal... Das ist immer so blöd. Ich spiele in letzten... Die letzten Tage habe ich, glaube ich, gesagt, ich spiele letzten Tage auch wieder... Oh, shit, ein Brückenlevel. Ich spiele letzten Tage auch wieder ein bisschen Fighting Games. Vor allem Skullgirls, Street Fighter und Killer Instinct. Und habe mir sogar Injustice gekauft. Das ist 5 Minuten vor dem Stream angekommen. Hier. ich habe ja alle möglichen Fighting Games hier liegen. Ich hatte halt auch Besuch da, mit dem ich das dann noch spielen konnte entsprechend. Nur... Der Besuch ist jetzt weg und ich spiele diese Spiele ehrlich gesagt nicht so gern online. Wow. Ach, die brechen sofort ein. Okay, never mind. Ja, und die ganze Tag nur im Trainingsmodus abhängen ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, völlig auch irgendwann die Motivation. Hier, Seelax, bist du noch da? Komm doch mal vorbei. Du wohnst doch bestimmt in der Nähe. Ich weiß. Verdammt. Ich weiß, dass du von weiter her kommst. Oder? Nee. Warst du ein... Verdammt, jetzt weiß ich es doch nicht mehr. Gibt es hier eigentlich den Exploit noch? Ich glaube, das probiere ich gleich mal. Ach gut. Die Brückenlevel sind zwar krass, aber ich mochte die immer. Mal gucken, ob es den noch gibt. Hau ab. Wir haben ja gerade eh einen Safe Point. Oh wow, die haben das drin gelassen. Das ist ja nett. Ja, Story Mode. Das war. Guck mal, geil. Es ist doch drin, Leute. Es ist doch drin. Ach, wie schön. So ist. Ganz ehrlich. Aber so. Das ist genau die Art. Ist. Sind die sogar dafür bekannt, dass sie irgendwie gute Remakes machen oder so? Aber jedenfalls, das ist wichtig für ein Remake. Dass du solche Sachen halt. Naja, eben nicht rausnimmst. Weil irgendwie. Das gehört halt dazu. Genau wie das, ist einfach daneben zu springen. Selber schuld. Okay, komm, machen wir es normal. Kann man den kaputt machen? Nein, kann man nicht. Okay.
Aber ja, sowas patcht man nicht raus in einem Remake, ganz ehrlich. Das ist sau wichtig, dass man sowas drin lässt. Finde ich persönlich. Yay. Ich mag diese Brückenlevel aber sau gerne, muss ich mal sagen. Gerade weil es so einfach exaktes Springen ist. Oder halt so lustige Rippmann. Ich hab's versucht. Also, ups. Noch eine Kiste übersehen. Oh, die haben da eine Kiste übersehen. Wenn ich da mal meine komischen Zuckungen kriege. Keine Ahnung, ihr kennt doch bestimmt, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob ihr, habt ihr schon mal mit euren, oder vielleicht seid ihr auch selber so jemand, habt ihr schon mal mit euren Eltern irgendwelche Videospiele gespielt oder Rennspiele im Zweifelsfall? Ich meine, ihr kennt doch den Klassiker oder meistens von Eltern. Hier, Mario Kart. Ihr wisst, was ich meine, oder? Oder diverse andere Rennspiele, immer, wenn man in die krassen Dekor mitgeht. Aber ganz ehrlich, ich mache das auch bedingt. Nicht unbedingt bei Rennspielen. Aber gerade bei so Jump'n'Run-Spielen, wenn ich irgendwie einen knappen Sprung mache, dann gehe ich automatisch immer so mit nach oben, weil ich denke, aha, shit. Ach ja. Habe ich gerade nur wieder gemerkt, weil ich ja auch gerade schon wieder so rumhampeln war. Oh yeah. Verdammt. Oh, doch noch geschafft. Krass, ich dachte, ich bin tot. Aber nein, ich bin nicht tot. Wenn der jetzt Speedrun Super Mario Land, ja, das ist doch auch cool. So. Muss noch Soul Link schauen. Ah, die läuft ja nicht weg. 100%? Nee. Also den ersten Teil nicht. Vielleicht zweiten oder dritten mal gucken. Aber wahrscheinlich auch eher nicht. Aber den ersten auf keinen Fall. Oh oh. Rippmann. Nochmal Rippmann. Meine Mama und ich haben die mal abgezogen, als so ein kleiner Stöpsel. Das ist natürlich auch die Frage, wie alt ihr seid. Das ist ja auch mal so eine Sache. Ich meine, kann ja durchaus sein, dass zwischen eurer Elterngeneration und meiner nochmal eine ganze Welt liegt. Rip. So. Und jetzt so. Wow, ich hatte Angst vor dem Vieh. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie weit der rennt, aber der kam direkt auf mich zu, der Lachs. Jetzt alle so, wie Lachs, das ist doch ein Wildschwein. Indeed. Und jetzt alle so, das verstehe ich nicht. Oh, das ist aber gutes Timing jetzt hier. Oder auch nicht. Wie kann das Ding da eigentlich drüber rennen, sag mal? Rip. Wow, jetzt kriege ich die Noob-Maske. Danke, Akku. Nur die Noob-Maske bringt mir nichts, wenn ich nur dadurch sterbe, dass ich runterfalle. Aber lieber erst nach 100 Toten eine Noob-Maske bekommen, als so wie Dingens das immer, so wie Metal Gear. Das war zu früh. Okay, jetzt hat mir das Ding sogar tatsächlich was gebracht. Also wie Metal Gear 5 das gemacht hat. Du stirbst irgendwie zweimal oder so. Und das Spiel sagt so, möchtest du vielleicht den Chicken-Modus aktivieren? Dann können deine Gegner dich dreimal sehen, bevor sie dich entdecken. Und ich denke mir so, nee. Bei einem Spiel habe ich das tatsächlich mal gemacht. Also das, als das Spiel gesagt hat, willst du den Schwierigkeitsgrad runterstellen? Und das war Xenoblade Chronicles X, weil das einfach eine super dumme Kack-Level-Kurve hatte. Aber das Spiel ist einen eigenen Rage wert. B-
Besser als Devil May Cry 4, dass der dreht heimlich den Spiel. Echt? Das ist ja eklig. Das macht man nicht. Ich meine, wenn ich was auf schwer spiele, zum Beispiel, dann, ja, dann will ich ja diese Herausforderung haben. Das heißt, dann nehme ich auch durchaus in Kauf, dass ich halt einige Male sterbe. Und auch da hinten wäre es noch weitergegangen irgendwie. Nehme ich halt durchaus in Kauf, dass ich noch einige Male sterbe. Also wenn ich dann nach 10 Versuchen oder so quasi immer noch nicht weiterkomme, dann ist es halt so. Boah, kurz mal das hinsetzen hier. Chapter, ich weiß nicht mehr, welcher Boss der Chapter 10 Boss war. Ich weiß nur, dass das Spiel komisch war. So. Gran Turismo ist übrigens auch so ein Spiel, was ich früher saugern auf der PS1 gespielt habe. Wird das noch produziert? Also Noob-Frage incoming? Ich weiß es nicht. Was ist das letzte Gran Turismo, was rausgekommen ist? Und ist es noch gut oder wird das outclassed von Forza? Du spielst auch schwer, sicher willst du das vielleicht, aber genau das ist halt, das ist total die dumme Logik einfach. Oh shit, Boulder Dash. Also ich weiß ja, Gran Turismo ist ja ein Rennsimulator. Klasse, aber du hast verkackt, genau das. Siggi, also hier Sig, der Smasher, falls den jemand kennt von euch. Bella Sinja, danke dir erstmal für deinen Sub. Willkommen bei den Glückskilzen. Vielen, vielen Dank. Also der Siggi, der Sig, der ist ja großer Rennsimulations-Fan. Der hat so ein ganz, der hat so ein richtig fettes Lenkrad mit Steuerknüppel und Steuerknüppel mit Pedalen, so heißt es und so weiter und so fort. Also ein riesiges Setup quasi. Er setzt sich quasi in so ein Auto rein für die PlayStation 4, also das glaube ich richtig geil. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Rennsimulation und Rennspielen. Also was Emil gesagt hat, Rennsimulationen sind sowas wie Forza und Gran Turismo und sowas wie Need for Speed ist ein Rennspiel, weil das actually halt nicht auf realistischen Physics aufbaut, wie die anderen beiden Spiele, die ich gerade eben genannt habe. Fand ich ganz interessant, das wusste ich nämlich auch noch nicht allzu lange tatsächlich. Ich habe da nicht gewusst, dass es solche so direkte Unterschiede gibt. Ich kann jetzt mal die Kisten hier machen, bevor ich den Checkpoint einsammle. Hallöchen Steve. So, wenn ich immer noch im Camp, dann kann ich mich richtig schon mit krummem Rücken rumlungern. Wir hoffen, dass Xenoblade 2 wieder gut wird. Ja, hoffe ich auch. Weil ich fand Chronicles schon 100 Millionen mal besser als X. Also, was heißt, ich habe X gerne gespielt, ne? Das so ist nicht. Aber nachhinein betrachtet fand ich das Spiel an vielen, vielen Stellen einfach nicht gut. Aber wie gesagt, das ist... This is another story. Xenoblade 2 bin ich... Boah, sehr gespannt, was sie da machen. Ich mag diese fehlenden Level auch sau gerne hier. Ja, Hala, Yala Boy, danke dir für 8 Monate Treue. Ich danke dir. Oh, 2 Leben. So. Na, geht das C dadurch mit kaputt? Nee, tut's sogar nicht. Sehe ich richtig zu, hast du einen neuen Stuhl? Nee, der ist schon, also neu. Ich habe ihn letztes Jahr gekauft. Also neu ist er schon, aber. Nee, Hauke, tatsächlich gar nicht. Das ist eigentlich ist es gar nicht so unfair. Man würde denken, dass es total irritierend ist, weil man halt in die andere Richtung lenkt, aber finde ich nicht. Also man weiß eigentlich immer sehr gut, wo ich meine, ich bin nicht gestorben bisher, also und davor in den Level bin ich gestorben. Einfach die Sprungtaste durchdrücken und versuchen, mittig zu bleiben. Mehr muss man eigentlich gar nicht machen meistens in solchen Leveln. Beziehungsweise du kannst ja auch in der Luft, das ist ja das Schöne, du kannst dein Momentum ja noch in eine andere Richtung lenken. Oh shit, der kommt echt nah langsam. Yay! Also man kann das Momentum ja noch gut in eine andere Richtung lenken, wenn man schon in der Luft ist, was das Ganze wesentlich einfacher macht. Klasse, aber du hast was vergessen. Alter, ey. Richtig die Kisten auf die Birne gezwiebelt. Ich mag die Art von Leveln auch sehr gerne in Crash Bandicoot, definitiv. Crash kann gut in Länge die Plattform zu erreichen. Ja, genau, das meine ich halt. Du hast halt genug Chance, dein Momentum noch zu ändern. Also es ist halt nicht so, du springst in eine Richtung und musst auf jeden Fall in dieser Richtung landen. Ich sage, die Steuerung von Crash Bandicoot ist einer der größten Stärken. Sowohl im Original als auch hier im Remake, merke ich gerade wieder einfach. Sehr smooth.